Es ist vollkommen klar, die erste Ebene dient der Reorganisation, dem Schutz des Körpers, der unbewussten Vorstellung der Unsterblichkeit. Die drei tubulären Systeme der Regulation, der Reorganisation, der Freudeausschüttung, der Traum, der Schlaf, alle diese selbsterhaltenden autopoetischen Funktionen dienen der Erhaltung, der Integration des Subjekts, wohingegen alle Unbegriffe, alle unaussprechlichen Verworfenheitsbegriffe des Entsetzlichen, des Todespanik, der Todespanik, der Aussichtslosigkeit, der Leere, der Nichtigung, der Begegnung dieser Phänomene des Verschwindens, der Aphanesis, der Erkenntnis des Daseins und dann wieder weg sein müssens, des Auswurfs, des Verwurfs, des Ausschisses. All das, was die Peitsche des Tödlichen ebenfalls als Gegensimulation inszeniert, dient ausschließlich der Beschleunigung, der noch mehr Übererfolgreichmachung der Drittveränderungsimperative, die mit noch mehr Mut zur Verzweiflung dann angegangen werden. Denn dieser Auswurf, dieser Aufriss ist ja nichts anderes als die traumatische Wiederholung des Proton-Pseudos, des Ansichtigmachens, des Aufgerissenwerdens, aus dem man entstanden ist und hinausgeworfen in die Welt, die Ein- und Ausstülpungsakte an der Grenze zwischen integrativen, überdeckenden Häuten und dem inneren, blutigen, organizistischen, vergänglichen, verderblichen, schleimigen, glitschigen. An denen eben in diesem Vorgang der terniären Aufspaltung des Ansichtigwerdens, der Pforte von Leben und Tod, die sich erweitert hat, auf Zusatzfunktionen nicht nur zur Erzeugung von Leben und Tod, sondern auch dann eingesetzt werden muss in den profanen Täuschtauschakten, eingesetzt werden in den Machtspielen der Positionierungen an den Höfen. Also durch Einführung dieses Dritten, dieses Anderen, dieses Begehrens, das auf das Davonscharwenzeln auf immer mehr und noch dickere Dinge nicht anders kann, als diese Funktionen zu erweitern, um das hilflose Wesen überhaupt hindurch zu bugsieren. Nicht nur über Monate, sondern über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Dieser Aufriss, nicht ein Entwurf eines Textes, sondern tatsächlich das Aufgerissensein in den Ein- und Ausstülpungsakten, die dann exerziert werden alltäglich für die Täuschtauschakte, zudem oder inversive Begehrensperversionsumkehrungen erfahren, um hier nicht die sexuellen Belohnungen, Belobigungen zu erreichen, sondern die Machtkontrollfunktionen, wie in Liaison Dangereuse dargestellt, zu bedienen. All dieses komplizierte Gewebe im imaginär-symbolischen, im symbolisch-realen und im imaginär-realen in diesen drei Ebenen, die dann auch den Wahrnehmungsapparat der Weltwahrnehmung in drei Dimensionen aufspannen wird, sowie die drei Begehrensebenen
innerhalb dieses Multifunktions Gebildes des Rhizoms der Eucharonta aufgespannt wurde. All dieses Ansichtigwerden des Mangelriss-Kluftspalts, der dann traumatisch wiederholt zu werden hat, alltäglich bis ans Lebensende, das Unauffüllbare, das Unerreichbare dennoch auffüllen wollen zu sollen, im Umkreisen des Objekts A, des Unerreichbaren, oder wenigstens wie der Perverse das tut, im Schnellumfahrungsautobahnweg, der Passage al Akt als Ziel der sexuellen Aktion an sich selber. Also dieser Aufruss, dieses Aufklaffen, dieses Ansichtigwerden des organisch Tödlichen dient zu nichts anderem, dass es eben kurzzeitig mal ins Bewusstsein gelangt, als Aphanesis, als Entgleiten des Bodens unter den Füßen und als Traum des endlosen, bodenlosen Fallens in den Ungrund, dient also der Beschleunigung, das schnell wieder zu vergessen und wieder in den traumhapperten Stumpfsinn-Alltag zurückzukehren danach, für die Folgekonsequenzen der Sorgen und Besorgungen und Fürsorgen und all der anderen Potlatsch-Vergleichs-, Übertrumpfungs-, Neids-, Unsinnshandlungen, in denen das Leben dann vergeudet wird, dienen also nichts anderes als diesem einzigen Komplex, auf das alles eingeführt wird, nämlich den Drittveränderungs-, Neutransformierungsimperativen, noch sensationellere Erfindungen, Ausstülpungen, Apparaturen, Techniken, Verhaltensweisen, Hintertriebenheiten finden, zu erfinden. Denn in Kriegszeiten, im Krieg, als der Vater aller Dinge und der Mutter aller dicken Dinger, werden in der Not, aus der Not heraus die schlauesten Erfindungen gemacht. Und das geht nur bei einem artifiziellen, sich selbst nicht mehr bewusstseinsfähigen, sich selbst nicht mehr existierens empfindenden Wesen, das alles auf eine Karte setzen kann, das alles ausprobieren kann, seine Zeit vertrödeln damit, Kunst zu machen, Kultur, das Rad zu erfinden, das Feuer, den Speer, den Wurfspeer, den Pelzmantel, die Höhle, den Abri und so weiter und so fort. Also einerseits die reorganisationsfähige Ebene 1 und zweitens das Aufklaffen dessen, was dann die Zen-Stoiker, das Nichts, die Leere, das Verschwinden, die Aphanesis nennen, indem sie an diesem Ort der Wunschlosen und bedürfnislosen, freischwebenden Aufmerksamkeit lediglich die Leerheit, die Nichtigkeit, die Vanitas der Dinge in ihrem kontinuierlichen Dasein und dann wieder verschwinden, beglotzen. Aber hier eben einer Perversion unterliegen, einem Ausweichen, einer Regression in den Ururuterus zurück, welches sich verweigert, dem Imperativ diese Energien, diese angepeitschten, hochgepeitschten durch Todesangst, Panik, durch Verschwindenspanik, durch absolute Übelkeit der Verwirrung angepeitschten Antriebe des ständigen Entschwindens, um durch dieses Mahnmal, durch diese Mahnung, Androhung,
schnell nochmal vor dem allerletzten Entschwindensmoment da ins Eingemachte zu kommen und jene Kette durch zusätzliche Anfügung von Ersatzkettengliedern nicht abreißen zu lassen, von denen wir in den letzten Videos gesprochen haben, denn das Leben selbst ist unsterblich und braucht keinen Sinn und keine Bedeutung, um einfach zu leben. Aber die Kettenglieder, die Funktionselemente, die da hindurch rasseln, durch diese eng geführte Öse, die werden hergenommen, in ihrem ausgetauscht werden und nicht sich erhalten können, eines unwiederbringlich dann alles verlustigen und verlierenden. Und das wird schon ein wenig eingeübt durch den Wiederholungszwang der Begegnung an dem Ort, an dem der erste Tod, an dem der erste Aufriss erfolgte. Und dieses Loch immer wieder eröffnet werden soll, damit durch dessen Hindurchtunnelung eben wieder neue Mangelwesen entstünden, die das Prinzip der Erhaltung des Keimplasmas fortsetzen werden, als Ersatzsubstitute in dieser Metonymie-Reihe von vorüberziehenden Signifikanten, aus denen nur manchmal durch den Agavenfall ein paar Zeichen herausgehauen werden und sich sedimentieren. Schrödinger hat recht. Alles ist nur ein Interferenz-Energiewellenfeld, das nur an manchen Punkten und Orten dann sich so zusammenballt in Wechselwirkungen und nach gewissen Quantifizierungsgesetzlichkeiten, dass es so scheint, als ob hier Dinghaftigkeit entstünde, vorübergehend wenigstens.